uns für den Müll, den sie auf unserem Boden verteilt haben. Richtig, tut uns leid. So, hier vielleicht nochmal ein Hausmeister. Ich kann keinen Hausmeister einstellen, weil wir pleite sind gerade. Ach ja. Immer dasselbe, ne? Mit so Krankenhäusern. Mein Gott, ist doch gut, Hund. Hund ist gut jetzt. So. Sondermeldung, sehr gut. Wir haben ausreichend 5 Patienten der Gruppe geheilt. Die haben einen Ruf geholt. Du hast 3 von 5 Patienten geheilt. Sehr gut. Das waren die Notfälle, oder? Waren das diese Notfälle jetzt? Ja, ne? 30.000 kostet das nächste Grundstück. 40.000. 40.000? Kann ich ja noch mehr Grundstücke kaufen, Lüne? Diagnoseabschluss. Unsere Patienten. Ja, im Patientendiagnosezimmer abgeklappert. Wir sind unsere Diagnose noch nicht. Diagnosezimmer. Patienten bitte zu warten. Können nämlich hier nochmal so ein Diagnosezimmer machen. Warte mal, Pause. Eine allgemeine Diagnose, ne? Das so. Ein bisschen Prestige müssen wir trotzdem hinkriegen. Wenigstens so auf, ne, so 3, 4. Obwohl auf jeden Fall auf 3 wäre jetzt eigentlich relativ schön. Heizkörper wäre natürlich auch wunderschön. Na, dreh dich doch. So. Na komm, Stufe 3 kriege ich noch hin. Ach, hier habe ich jetzt keine Getränkeautomaten oder so, ne? So. Hier noch so eine Mülltonne eben hin. Ich hätte noch auch so ein Süßigkeiten. So Broschüren, die können eigentlich auch nie verkehrt sein. Von hier relativ darüber. Dahin. 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 Dann wird die Attraktivität des Krankenhauses ja auch nochmal ein bisschen schöner, ne? Unsere Ärzte haben alle Diagnosemöglichkeiten der Patienten ausgeschöpft. Wir müssen die weitere Diagnosezimmer bauen. Hab ich doch gerade. Ich hab doch gerade noch ein Diagnosezimmer. Georg Neiderhammel, der uns das folgende Sprichwort zugesandt hat. Ich hab doch gerade. Dann sei dankbar für Freunde, denn siehst du sie auch scheitern, geht es dir gleich besser. Wo er recht hat, hat er recht. Richtig. Der ist kalt. Wieso denn? So, warte mal. Heizkörper. Wir bitten Patienten, unseren Ärzten das Leben möglichst leicht zu machen. Verbindlichsten Dank. Oh, das hier ist kalt. Okay. Objekt ist zu teuer. Ach so. Ich hab. Okay, dem ist auch zu kalt. Dann müssen wir hier in der Mitte echt noch eine Heizung, sobald ich eine kaufen kann, kaufen.
Also jetzt, zack. Patient bitten zu warten, Patient bitten zu warten. Entleuchtungsklinik. Uiuiuiuiuiuiui. Kann ich mir das leisten gerade? Zimmer. So, Pause mal eben. Kann ich mir nicht leisten. Kann ich mir aktuell nicht leisten. Entschuldigung. Kann ich mir aktuell gerade nicht leisten. Wo soll ich denn die Kohle herholen? Mist. Ah, da bringt nur nach Hause schicken leider gerade was. Was heißt denn das mit den... Warnung, dies ist eine allgemeine Warnung. Ja? Ach so. Jemand Wichtiges trifft ein. Ja, das ist ja... So, direkt mal Pause machen hier. Ich kann immer noch keine Entleuchtungsgedönse machen. Ich kann nicht mal Toiletten bauen. Ich habe so bescheiden angefangen eigentlich. Naja. Oh. So, da haben wir jetzt gerade die Ab... was hat Jahresabschlüsse? Keine Angst, verehrte Hörerinnen und Hörer. Sir Nigel Bickleworth ist da, um Sie von Ihren banalen Radioerfahrungen zu befreien. Aber zuerst noch etwas Musik. Ja, wie kriegt man hier einen Kredit? Ich würde einen Kredit aufnehmen. Total. Ah. Kredite. Einen Kredit aufnehmen. Kann man ja mal machen. Hier nehmen wir noch einen Kredit auf. Sehr gut. Dann können wir nämlich auch so eine, ne, hier können wir dann nochmal flupp, kaufen wir. Was haben wir denn jetzt hier noch für Diagnosezimmer? Arztpraxis? Diagnose? Ach, eine Kardiologie, genau. Eine Kardiologie würde uns ja, fehlt uns ja jetzt gerade aktuell noch. Waage. Mülleimer. Natürlich ein Feuerlöscher. Desinfektionshandspender. Ein Heizkörper. Kleine Süßigkeiten. Spender, der ist halt immer sehr gern gesehen hier. So. Eieieiei. Ey, das ist, also... Ich weiß nicht, was gerade los ist. Ich muss da gleich echt mal, wenn ich mal eben ein Päuschen mache, draußen gucken, was da wieder los ist, ey. Personalbereiche sind für Patienten und Teile des Personals nicht zugänglich. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche Nachbarskinder wieder echt die ganze Zeit mit Absicht da vor der Tür laufen. Das muss ich mir echt mal gleich angucken, weil das nervt so ein bisschen jetzt. Topferei wird benötigt. Okay, warten wir mal eben. Bitten wir mal eben zu warten. So war das. So wird da ein Schuh raus. So, Zimmer. Töpferei. Töpferei. So. Nur ein Stück größer, als wir eigentlich benötigen. Zack. Umtopfen. Ich fände das, wenn da drin stehen würde, umtopfen relativ lustig. Aber naja, gut.
Ist gut, Hund. Mein Gott. So, ein paar Clownsposter hier anbringen. Aber wir sind schon auf Stufe 3 gekommen, ne? Na gut, vielleicht schauen wir ja noch Stufe 4 hier. Ich mache extra Pause, damit wir bloß nicht... Sehr gut. So, eine Sitzbank hier. So, warte mal. Ich brauche erst eine Heizung, damit ich auch sehe, wo ich heizen muss. Überall. Okay, da. Ah, Eingang auf jeden Fall auch. Nee, das gefällt mir so nicht. Na. So. Muss das hier eigentlich ein Arzt machen? Weiß das einer? Wahrscheinlich schon, ne? So, und dann brauchen wir natürlich eine Entleuchtungsstation. Wie gesagt, ich mache die immer ein Stück größer als müsste. Zack. Mülltonne. Feuerlöscher. Handdesinfektionsspender. Flupp. Ganz wichtig, der Süßigkeiten. Ne? Ach, wir sind schon auf Stufe 3. Hey, cool. Dann ist mein Ziel jetzt Stufe 4. Auch wenn es kostet. Ich weiß, wir haben Kredit aufgenommen, was eigentlich relativ blöd ist, aber hey. Für unsere Patienten ja nur das Beste, wollte ich sagen. Ne? So. Das heißt, hier kommt natürlich auf jeden Fall noch eine Heizung hin. Sonst frieren die echt auf jeden Fall. Zack. Ja, der könnte ein bisschen frieren. Naja, gut, das kriegen wir schon irgendwie hin. Glaube ich. Vielleicht sollten wir auch bessere Wartebereiche irgendwie, naja, hier hinbauen. Habe ich mir gerade so überlegt, aber gut, was überlege ich denn? Snackautomat, ganz wichtig. Zack. Und vielleicht nochmal eine Mülltonne wäre auch vielleicht nochmal ganz, ganz wichtig. So. Und dann kann er direkt hier weitergehen. Ich bin doch Diagnose. Hier sind doch Diagnosezimmermann. Habe ich doch schon gebaut. Wir brauchen mehr Ärzte. Das hat keinen Sinn sonst, Ärzte. So, ja, wir holen uns auch nochmal teure Ärzte. Flupp. Assistent. Ja, komm, nur ein Assistent kann nie schaden. Ja, ich würde ja gerne mehr Geld reinholen, ja. Wir direkt Pause machen? Hoffe ich nicht. Okay. Treffen jetzt auf der Frakturstation ein. Gut, sollen wir eigentlich hinkriegen, weil wir haben ja eigentlich eine Dreier-Kombi, ne? So. Vielleicht nochmal so ein Hausmeister. Ja. Vielleicht nochmal ein Hausmeister. So. Ich werde diese Woche das Museum für alte Steine in Sweaty Palms besuchen. Ich hoffe wirklich, dass man dort die vielen falsch ausgezeichneten Geoden mittlerweile endlich korrekt ausstellt. Apropos Museum. Ich denke, der nächste Song wäre dort auch gut aufgehoben. Fehlt da ein Pfleger? Ja, ne? Achtung! Rutschgefahr durch Erbrochenes.
Ih, der kotzt ja alles hier voll, ey. Der Kerl. Der kotzt mir ja alles hier voll. Alter, dass du mal hier rüber gehst, wa? Aber ZZ? Gib mir doch nicht. Soll ich denn hier die Kohle scheffeln? Oh. Was hat er denn? Okay, Personal ist nicht kompetent genug, aber gut, das ist, ist ja eigentlich nichts Neues. Oh, da ist einer gestorben. Ja. Ein Assistent zur Aufnahme, bitte. Wir geben eigentlich viel zu viel Kohle aus aktuell. Nicht jetzt. Danke, danke. Tolles Krankenhaus. Hört man gerne. So. Toiletten bräuchten wir eigentlich auch mal hier. Wäre vielleicht mal so ein bisschen, ne, so ein bisschen angedacht. Vielleicht mal die ein oder andere Toilette wäre vielleicht schön. Ja. Das Jahr ist fast vorüber. Warum? Wer sagt das? Habe ich nicht. Habe ich nichts? Nein. Habe ich nichts mit zu tun, dass das Jahr fast vorüber ist? Nein, Erdbebenwarnung. Das gibt's ja nicht. Hätte ein bisschen größer machen sollen, ne? Oh, habe ich keine Handwaschbecken? Habe ich keine Waschbecken? Habe ich noch keine Handwaschbecken? Mist. Achtung, seismische Aktivität gemessen. Oh, ja, ein bisschen. Ich glaube, da war ein Erdbeben, wa? So. Ich glaube, das ist so besser. Richtig, sorry. Wir erhalten Nachrichten von einem Erdbeben, das besonders große Schäden an einem der örtlichen Krankenhäuser angerichtet hat. Oh nein, bitte nicht. Aus solchen Gründen sollten Sie immer gut versichert sein. Und ich empfehle Ihnen von ganzem Herzen Swindles Versicherungen, von denen ich im Übrigen kein Geld für Werbung erhalte. Nö, klar. Würde ich jetzt auch behaupten. Was ist denn da oben wieder los, ey? Das ist ja... Oh. Da, da, da. Nicht jetzt. Wir machen jetzt gleich hier Weiterbildungen. Hier können wir gleich nachher Weiterbildungen machen. Hier können wir hinten einen Schulungsraum machen. Das wäre wunderschön. So, einen wunderschönen Weiterbildungsraum, ja. Ich glaube, so groß muss der gar nicht, ne? Ein Krankenpfleger wird gebeten, sich in die Apotheke zu begeben. Zwei. Wie gesagt, kann sein, dass wir gar nicht so viel brauchen. Hm.
Jetzt können wir gerne irgendwelche Weiterbildungen. Diagnostik 2. Haben wir denn da? Ich will keinen externen. Kurs starten. So. Viele Patienten stehen für Dienste von Assistentenschlange, aber es sind keine verfügbar. Überlege dir zusätzliche Assistenten einzustellen. Was? Wo? Ach so, Assistenten. Hä? Ja.